Mein Leben in Schlagzeilen. Für die Presse war ich mal die Ikone des 21. Jahrhunderts oder auch die Cinderella aus dem Ruhrpott. Die Studentin, für die wahr wurde, wovon andere nur träumen. Ich war ein ganz normales Mädchen. Mein Papa hat eine Werkstatt und ich ein abgebrochenes Jurastudium. Alles ganz normal. Bis ich mich in diesen wunderbaren Mann verliebte. In Leonard von Arendorf. Alleinerbe eines Milliardenvermögens. Mit unserer Hochzeit begann für mich der Albtraum. Wo ist Antonia Arendorf? Seit Tagen ist sie spurlos verschwunden.